wieder eine kleine DVD-Review von mir. Ich versuche sie in Zukunft etwas kürzer zu halten. Es geht heute um Nur mit dir mit Mandy Moore und Shane West. Ja, ich habe diesen Film schon mal im Fernsehen gesehen gehabt, wusste es aber nicht mehr, als ich die DVD gekauft habe. Und ich habe sie, glaube ich, für 4,90 € gekauft. Zunächst mal kurz, ich finde den Film schön, ich finde ihn gut. Er reißt mich nicht vom Hocker, aber ich kann ihn eigentlich für einen gemütlichen DVD-Abend empfehlen. Allerdings, er ist sehr traurig. Das ist, würde ich sagen, ein Drama. Ja, ich weiß es nicht, steht jetzt nicht so schnell drauf. Ich lese euch wie immer kurz den Klappentext vor. Gegensätze ziehen sich an. Landon Carter hätte niemals für möglich gehalten, dass er sich unsterblich in die unscheinbare Jamie verlieben würde. Schließlich ist Landon einer der hipsten Typen an der Highschool. Coole Klamotten, neues Auto, alle Mädchen sind hinter ihm her. Und was noch viel wichtiger ist, bei der angesagtesten Clique gibt London Landon lautstark den Ton an. Doch als er es wieder einmal zu bunt getrieben hat, wird er zur Strafe dazu verdonnert, beim absolut uncoolsten Projekt an der Schule aktiv mitzumachen, der Theatergruppe. Dort begegnet er Jamie. Die enge Zusammenarbeit mit dem stillen und als spießigen Mauerblümchen verschrienen Mädchen empfindet Landon als unerträgliche Zumutung. Bis er entdeckt, was wirklich in Jamie steckt. Und obwohl seine Clique ihn nun vor die Wahl stellt, verliebt sich Landon Hals über Kopf. Also, sozusagen denkt man Happy End von dem Cover jetzt und ist auch total süß mit den Bildern und die Mandy Moore ist ja eigentlich auch eine Sängerin, da weiß man ja schon, im Film wird sie auch irgendwas singen, tut sie auch und sie ist so, wie man sagt, so richtig das Mauerblümchen und so richtig alte Klamotten und aber total liebes, süßes Mädchen und sie gibt ihm dann auch Nachhilfe und so kommen sie sich näher. Allgemein ist es ein trauriger Film, habe ich schon gesagt. Ich gebe die Bewertung, bevor ich euch die Möglichkeit gebe, wegzuschalten. Die Bewertung, also Action, 0. dann Liebe finde ich so 9. Und Film an sich, wie er gemacht ist, finde ich so 6. Und so Gesamtzahl würde ich so 6 Punkte geben. 6 bis 7. Und auf jeden Fall schon empfehlenswert. Und jetzt verrate ich euch sozusagen den Schluss und so den Gesamtinhalt. Also wer möchte, kann jetzt wegschalten. Ja, die Mandy Moore ist krank im Film. Also die hat Leukämie und ist unheilbar krank. Und deswegen sagt sie ihm auch in der Mitte des Films, verlieb dich nicht in mich, dann gebe ich dir Nachhilfe. Und er sagt, oh, kein Problem. Letztendlich verliebt er sich aber in sie unsterblich. Und sie sagt ihm dann halt, dass sie eben nicht studieren gehen wird, weil sie natürlich nicht mehr so lange lebt. Und es ist ihm egal. Er bleibt bei ihr. Er bastelt ihr sogar ein neues Fernrohr, um eben ins All zu schauen, weil sie gerne die Sterne beobachtet. Und sie hat so eine Liste mit Sachen, die sie unbedingt mal gemacht haben möchte. Und da füllt er ihr alle Wünsche, zum Beispiel an zwei Orten gleichzeitig sein. Fährt er mit ihr an eine Grenze von zwei Staaten, damit sie an zwei Orten gleichzeitig ist, wenn sie so auf der Mitte steht. Und lauter so Sachen. Und er ist total süß zu ihr. Und er macht ihr auch einen Heiratsantrag. Dann heiraten sie noch. Und dann stirbt sie halt und ja, das ist dann das Ende vom Film. Ist traurig, aber schön gemacht. Also, wer was Trauriges angucken kann, für den ist der Film auf jeden Fall was. Vom Cover her kann man es ja nicht so wirklich erkennen, dass es wirklich ein trauriger Film ist. Er kam auch schon im Fernsehen, wird wahrscheinlich auch irgendwann wiederholt, aber ja. Also, meine Empfehlung. Nur mit dir, mit Mandy Moore. Das war meine kurze DVD-Review. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!